Du investierst in einen Kreditnehmer mit guter Bonität. Dabei erhältst du als Investor in P2P-Kredite jeden Monat einen gewissen Betrag an Zinsen. Jetzt wird der Kreditnehmer aber zahlungsunfähig und die gute Bonität geht flöten. Jetzt gibt es zwei Optionen, wie du dein Geld wiederbekommen kannst. Einmal ein Anspruch gegen den Kreditnehmer selbst und einmal ein Anspruch gegen den Kreditanwahner. Das klingt theoretisch, ist aber unglaublich wichtig und kann dein Gewinn oder Verlust in P2P maßgeblich beeinflussen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Northern Finance. Mein Name ist Alex. Und bei diesem Video ist es mir besonders wichtig zu sagen, dass ich Privatanleger bin, dieses Video finanzielle Allgemeinbildung darstellt und es kein juristisches Gutachten oder ähnliches ist. So, jetzt können wir auch zum Video selbst kommen. Als erstes habe ich für dich den Aufbau und die Funktion von so einem Direktanspruch mitgebracht. Danach gehen wir in die Praxis und schauen uns an, wie wir in solche Kredite investieren können oder eben auch nicht. Und als letztes habe ich wie immer meine Meinung und meinen Ausblick mitgebracht. So, jetzt erstmal zu Funktion und Theorie. Und ich bitte dich, hör mir zu, auch wenn es erstmal etwas langweilig klingen kann, das ist unglaublich wichtig für deine Rendite, wenn es der Wirtschaft mal schlechter gehen sollte. Erstmal haben wir den Direktanspruch. Hier haben wir einen insolventen Kreditnehmer oder einen Kreditnehmer, der nicht mehr seine Raten bezahlen kann. Und hier oben haben wir uns als Investoren. Wir als Investoren haben beim Direktanspruch eine direkte Beziehung zum Kreditnehmer. Ein ziemlich einfaches Modell also. Das Modell vom Anspruch gegen den Darlehensanbahner ist etwas komplizierter, denn hier haben wir zuerst eine Beziehung zur Mintos, zur Plattform, die das Ganze also vermittelt. Mintos wiederum vergibt einen Kredit an den Darlehensanbahner. Das kann für Autokredite Mogo sein. Mogo wiederum gibt einen Kredit an den Kreditnehmer aus. Ich wiederhole nochmal. Wir haben beim Direktanspruch also einen kleinen Teil der Forderung, die direkt gegen den Kreditnehmer geht. Beim Modell Anspruch gegen den Darlehensanbahner haben wir einen kleinen Teil der Forderung, der gegen den Darlehensanbahner selbst geht. Und diese Forderung performt wiederum so wie der ursprüngliche Kredit. So, jetzt kann man sich fragen, wieso wird das Ganze nicht einfach mit dem einfachen Modell des Direktanspruchs gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Und man macht dieses Modell vom Anspruch gegen den Darlehensanbahner, weil es für den Investoren einfacher ist. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso soll das einfacher sein? Das Konstrukt sieht viel, viel komplexer aus als der Direktanspruch. Naja, weil wir bestimmte Sachen vertraglich zugesichert bekommen. In den ganzen Dokumenten, die wir akzeptieren, wenn wir auf Mintos investieren, steht nämlich auch Folgendes. Denn die Darlehensanbahner handeln für uns als Treuhänder und treten zwar in ihrem Namen dem Kreditnehmer, der nicht mehr zahlen kann, gegenüber auf, aber in unserem Interesse. Wer mag, kann das sich gerne nochmal in Ruhe durchlesen. Mintos definiert das folgendermaßen. Wer mag, kann jetzt auch auf Pause drücken. Ich selbst habe mich aber in dem Moment auch gefragt, wieso machen die Darlehensanbahner das? Und welchen Vorteil haben sie davon? Naja, sie können relativ flexibel auf sich verändernde Rechtsgrundlagen reagieren. Denn viele Darlehensanbahner sind ja in ganz Europa aktiv. Und sagen wir jetzt einfach mal, die polnische Regierung möchte diese Online-Darlehensanbahner nicht mehr bei sich haben. Wenn der Darlehensanbahner jetzt entscheidet, aus dem polnischen Markt rauszugehen, ist es natürlich sehr schlecht für ihn, wenn er viele Direktansprüche bei sich liegen hat. Denn diese kann er nur zurückkaufen und damit quasi eliminieren, wenn der Kredit in Verzug gerät. Beim Anspruch gegen den Anbahner ist es zwar offiziell, dass dieser Kredit so performt wie der ursprüngliche, aber in der Praxis wird wahrscheinlich der Darlehensanbahner dann einfach aus dem Land gehen, die ganzen Kredite terminieren, an wen anders verkaufen und in neue Länder gehen. Heißt, die Darlehensanbahner haben mit diesem Modell mehr Marktmacht. Und jetzt gehen wir mal in die Praxis und schauen uns an, wie du von diesem Modell profitieren kannst und wann du davon profitieren kannst. Genau, und jetzt befinden wir uns auf dem Sekundärmarkt von Mintos. Und wie wir sehen, gibt es über 150.000 Darlehensnotierungen, in die wir potenziell investieren können. Und heute schauen wir uns das Ganze mal vom Standpunkt der Investitionsstruktur an. Machen wir dieses kleine Kästchen also auf. So, jetzt haben wir hier die zwei Optionen direkt und indirekt. Und schauen wir uns diese mal an den Beispielen von Mogo
hier mit 76.000 Projekten und Lendo mit 38.000 Projekten genauer an. Sagen wir mal, wir sind jetzt ein Investor, der nur in Investitionen mit dieser direkten Struktur investieren möchte. Klicken wir hier also auf Direkt und wir sehen, Lendo hat nur noch 4.000 Projekte, in die wir so investieren können und Mogo hat 61.000, also noch viel, viel mehr, also prozentual von dem Anteil, den sie vorher hatten, wo die Investitionsstruktur erstmal keine Rolle gespielt hat. Und das hat einen großen Grund, denn wir sehen hier die ganzen Mogo-Kredite und das sind alles Autokredite. Wenn du mehr zu Mogo erfahren möchtest, haben wir dir in der Beschreibung auch nochmal unser Video zu Mogo verlinkt. Mogo bedient also Autokredite, die sind darin gut. Mogo hat diese direkte Struktur vor allem, wie wir hier sehen können, weil es einfach sinnvoll für sie ist. Warum ist es sinnvoll für sie? Naja, sie haben diese Garantie immer dahinter, die sie ziemlich schnell liquidieren können, wenn derjenige seinen Kredit bei Mogo nicht mehr zahlt. Dann kann dieses Auto im Notfall einfach und schnell verkauft werden. So, da ist die direkte Investitionsstruktur sinnvoll. Wieso hat Lendo jetzt also nur noch so wenige Kredite, die über diese direkte Struktur funktionieren oder aufgebaut sind? Naja, Lendo finanziert ja vor allem Konsumkredite. Und Konsumkredite sind sehr schwer zu liquidieren, denn wenn ich mir ja über einen Konsumkredit, angenommen bei Lendo, jetzt eine PlayStation kaufe, sobald ich die aus der Verpackung hole, ist die 100 Euro weniger wert. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, aber genauso mit dem Auto, sobald man die ersten Kilometer gefahren ist, ist das Auto viel weniger wert. Bei Mogo haben wir zum Glück gebrauchte Kfz, da ist das nicht so schlimm. Also, Lendo hat einfach diese Sicherheiten, die schwer zu liquidieren sind. Mogo hat diese Sicherheiten, die relativ einfach zu liquidieren sind. Deswegen ist ein Anspruch gegen Lendo vielleicht viel sinnvoller als ein Anspruch gegen den Kreditnehmer, der sich über Lendo finanziert hat. Wir sehen also, diese Investitionsstruktur kann für verschiedene Leute gut sein. Denn ich ganz ehrlich möchte nicht das Geld von jemandem zurückholen, der den Kredit in eine PlayStation gesteckt hat, sondern das Geld dann von Lendo direkt haben. Das ist meiner Ansicht nach viel einfacher. Darüber kann man jetzt natürlich streiten, aber das wäre jetzt in der Praxis erstmal meine Meinung. Es gibt aber noch was viel Schwierigeres in diesen ganzen Investments. Und zwar die Abgeltungsverträge. Gehen wir darauf mal genauer ein. Abtretungsverträge. Sorry deswegen. Also wir haben hier die Abtretungsverträge und wie wir sehen, gibt es hier sehr, sehr viele, wenn wir über das Autoinvest investieren möchten. Und hier steht ja, ich akzeptiere die Bedingungen der Abtretungsverträge. So, und normalerweise sollte man diese Dinger lesen, bevor man sie akzeptiert. Der Punkt ist jetzt, sagen wir einfach mal, wir gehen hier auf Lendo, dann baut sich hier dieser Vertrag auf, zoomen wir mal etwas raus. Hier sehen wir erstmal Definitionen und dann fängt hier der richtige Vertrag an. Gehen wir etwas näher ran, damit man das doch noch lesen kann. Und man kann natürlich sich das alles durchlesen. Im Grunde genommen sind das bei den ganzen verschiedenen Projekten, die wir hier haben, oder verschiedenen Darlehensanbahnern, sorry, sind das immer dieselben Verträge. Die sind nur jeweils mit dem Namen angepasst. Und als Privatanleger hat man vielleicht nicht die Zeit, sich diese ganzen Verträge durchzulesen. Natürlich, man hat wichtigere Dinge zu tun, als diese ganzen Dinger sich durchzulesen. Deswegen habe ich mir mal die Mühe für euch gemacht und wenn ihr sehen wollt, wie diese Struktur ist und nicht nur in Textform wie hier, sondern vielleicht auch mal visualisiert und einfach dargestellt, dann könnt ihr uns jetzt ein Abo dalassen, um nächste Woche das Video dazu nicht zu verpassen. So, das soll es erstmal in dem Punkto Eigenwerbung gewesen sein. Jetzt gehen wir mal auf meine Meinung ein, für wen das Ganze sinnvoll sein kann. Wir sehen also, diese unterschiedlichen Investitionsstrukturen sind für unterschiedliche Anleger gut. In der Community herrscht aber noch eine gewisse Verwirrung und wirkliche Antworten wurden nicht gegeben. Was sollte man jetzt also tun? Am Thema dranbleiben und nur in das investieren, was man auch versteht. Ich hoffe, dieses Video hat dir dabei geholfen. Falls ja, würde ich mich mega darüber freuen, wenn du uns jetzt abonnierst und uns einen Daumen nach oben gibst und das Video auch gerne mit deinen Freunden teilst. Hier ist noch unser letztes Video und unsere Empfehlung für dich.